Ach so, ja, wir haben ja keine Energie mehr. Hui, dafür kriegen wir auch nur Health. Es tut mir leid, dann sind diese Dinge erstmal für mich uninteressant. Ich glaube, hier oben gab es irgendwo einen Kaffeeautomaten, ne? Health, nein, Stamina, da. Was habe ich da? Wieso? Hä? Ach so. So, wir haben wieder ein bisschen Energie. Okay, wir machen weiter. Und zwar. Gucken wir hier mal eben rein und packen alles. Was wir hier gefunden haben. Rein. So. Und dann bearbeiten wir kurz unser Menü und dann open wir das Restaurant. Wir können hier nichts machen. 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 Das ist doch schön, oder? Open Restaurant. Rein theoretisch. Oh nein, das mit den Pfeiltasten! Ugh, das ist... Wenn die gleichzeitig kommen, ist es scheiße. Ah! Auch, dass sie so nebeneinander sind, das ist ein bisschen irritierend. Aber 100! So, wir haben nur einen Tisch. Ihr müsst mit fremden Menschen essen. Öff. Ich könnte natürlich auch Autocook anmachen. Das wäre natürlich möglich, aber... Oh. Ach ja, das war mit dem X, ne? Ups, das war mein Fehler. Ja, wessen Fehler war es auch sonst, ne? Ach komm, das war drin! Das war so schlecht von mir. Mein Fehler. Da muss man aber auch schon treffen, Alter. Junge! Ich raste hier aus! This really hits the spot. Welchen? Des Magengeschwürs, den du bekommst? Kann ich verstehen. 35%. Die Dame hat wenigstens Glück, das sind nur 56%. Ach ja, die Person kostet ja auch Geld natürlich. Wir brauchen definitiv mehr Platz hier. Ach, hier dann auch wieder das? Hm. Okay. Na, das war schlecht. Aber trotzdem 100. Trotzdem 100. Ihr Lappen. Oh nein, das wieder. Gott, ich hasse das hier jetzt schon.
Ich glaub's nicht, aber dann war es doch ein Mist. Aber immerhin 95, da ich bin zufrieden. Unlocked Autocook 4, common recipes that you stealth! Whoop, whoop! Soll ich Autolock mal anmachen? Ich mach mal Autolock an. Ich brauche also auch Energie, um zu kochen? Das habe ich nicht kommen sehen. Junge. You're awake. Is it wrong to say that I enjoyed it more when you were asleep? You looked so peaceful. So let's see. The IV bag plus the medical and the use of the x-ray machine. The total cost will be 165 credits! Ich werde nicht mehr, oh, wir haben schon Tag 3. Cool. Und wir haben Verlust gemacht jetzt, ne? 1008. Oh, das tut weh. Das tut weh. Aber andere Sache. Wo kriege ich denn eigentlich dann neue Geräte beispielsweise? Kriege ich die hier? Bits and Pieces. Klingt auf jeden Fall nicht danach. Talk, I know more than you. If you're going to continue to bother me, hand me that socket wrench. Oh, das ist eine Anspielung auf Aikali, oder? Give gift. Ich habe keine Gifts. Hä? Ich darf nicht mal... Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht mal Shop sagen. Okay, wir haben Antique Drill. Common Mining Drill. Rare Mining Drill. Die sind teuer. Black T-Shirt. Light Source. Gathering Boost und Minus Energy Depletion. Hm. Wie teuer war der? 480 geht eigentlich. Aber auch hier kriegen wir kein Equipment. Also in dem Sinne, ne? Nicht Equipment, sondern... Ach, ihr wisst, was ich meine. Keine Gadgets. Shop. Enough friends with Miley to enter. Okay. Wo krieg ich denn solche Sachen her? Town Hall wahrscheinlich. Hallo. You're a bag of trash. Then why are you talking to me? I got trash to collect. Move. Want to help? Grab a bag, a claw warm, and get to work. I have to get Mrs. Marianne her medication, and talking to you isn't going to get that done. Cool. I have to get Mrs. Okay. Ich ärgere gerne. Ärgern ist meine love language. Okay, hier ist nichts. Hallo? Okay. Als hätten die sich da alle... Geil. Ich kann nicht mit ihr reden. Warum nicht? Halt! I shall strike you down with my holy sword. Okay. Talk. Now where did I put that book? What is this place? Well, honey, this is the library of White Ash Harbor. It's a humble little place, but we still have some great books. We receive new books every day. You might find some cookbooks from time to time. As the librarian, I managed our book exchange and new book deliveries. I also put books back into their shelves. What are you doing today? Oh, it could be better. Some rowdy kids seem to have made off with some books. But thanks for asking. Oh, warum ist das keine Persönlichkeit, die wir näher treffen können? Die hat ja kein Bild. Was soll das denn? Library. To be honest, I feel like a black sheep in my family. That says you are the new one. Chef, can you make pizza? I'm not good enough friends with Valentina to enter.
Warum ist eine Wohnung in der Bibliothek? Das macht ja gar keinen Sinn. Hi there, I'm a Miniata. Remember my name. The volcano looks beautiful from here. Have you ever read the Scarlight series? You really should. Have you ever watched Kingdom of Thrones? Read nothing about cooking in here. This is... Priska was being a big meanie today. I asked her if she wanted to kick a football with me and she told me to help her collect trash. I don't even like garbage. Now I have to sit in this library all day until my dad picks me up. This book about fishing, no recipes in here. This is a book about fishing, no recipes in here. This is a book about fishing, no recipes in here. Priska, yeah, blah blah blah. Schade, ich meine, ich könnte ja auch das Internet nutzen, um eventuell ein paar Rezepte zu finden, aber nein. This job doesn't pay well enough. What are you As the mayor of Whitehash Harbor, I oversee the town's finances, host events, and make sure everything is running in tip-top shape. Talk to Priska. She handles property sales. How can I renovate buildings? We don't have a carpenter in town, but Priska can organize construction projects if you can supply the required materials. What are the annual events? Ugh, enough questions. Let me go back to my live stream. Work. Please leave me be. Wer ist Priska? Bist du Priska? Du siehst nicht aus wie Priska. Du siehst aus wie Priska. Aber du hast mich gerade angeschrien. Das fand ich nicht so nett. I have to get... Vielleicht soll ich ihr die Medizin geben, aber dann hätte sie mir die Medizin mal geben können, oder? Ich weiß immer noch nicht, wo ich einen Stove bekomme oder so. Das ist leider ein bisschen doof. Hey, Valentina! Du bist die, die in der Bibliothek wohnt. Warum? Warum lebst du in der Bibliothek? Möchtest du mir das sagen? So, ich möchte... Hallo! Hallo! Wieso darf ich nicht? Schöner Apfelbaum. Auch hier darf ich nichts. Was ist denn jetzt hier los? Ich habe momentan keine Quest, oder? Ne. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich öffne einfach wieder, das Restaurant. Das Restaurante! Chili con Tane. Tane. Das sieht creepy aus. Wenn er jetzt so anfängt zu laufen und dann packt er plötzlich eine Sichel aus. Ja, sieht schon sehr creepy aus, wie er die hält. Eine Person, die so rumläuft, würde ich nicht dingsen. Wir haben wieder geöffnet. Thank God I just came here for the food. Oh, herrlich. Man kann sich jetzt wunderbar einfach entspannt zurücklehnen und die Show genießen, wie der Balken da langläuft. Ist doch cool. Ist doch fast wie in Satisfactory, oder nicht? Ich weiß immer noch nicht, wo wir mehr Sachen herbekommen, aber gut. Weiß ich immer noch nicht. Wir bräuchten mal mehr Stühle, wir bräuchten mehr Tische, mehr Gerätschaften. Aber vielleicht sollen wir das auch noch nicht herausfinden. Das kann einfach sein, ne? Ich bin froh, dass ich diese Aufgabe nicht mehr machen muss, Alter. Junge, ging die mir auf die Nerven. Du bist ja noch nicht mal fertig mit dem Hauptgang. 10% Move Speed, but Staff has plus 17 Stamina Decay. Könntest du dich bitte verpissen und fertig essen? Ich habe nicht so viel Platz und ich brauche neue Kundschaft. Hast du bezahlt? Der hat nicht bezahlt. Kann ich, nee. Mal
kurz in der Zeit schauen, was die Bundesliga-Ergebnisse so aussagen. Spoiler, falls jemand nicht die Ergebnisse messen möchte. Gladbach gegen Stuttgart 3:1, Hoffenheim gegen Leverkusen 4:1, Leipzig gegen Union Berlin 0:0, Wolfsburg gegen Frankfurt 1:2, Freiburg gegen Bochum 2:1 und Kiel gegen motherfucking Bayern ist das Topspiel. Ja, moin. Hätte ja nicht Gladbach gegen Stuttgart werden können, ne? Traurig. Dass sowas schon das Topspiel sein muss. Aber naja. Great cranberry carrots. Hope you enjoy. Tired icon. As staff members complete tasks during service, their stamina will drain. When the stamina is low, the staff member will temporarily stop all work and take a break. As you progress through the game, you can unlock methods of improving the energy levels of staff. Oh. Einmal geht noch, aber danach müssen wir, glaube ich, schließen. Close restaurant. Ich weiß dann nicht, ob dann nur die Küche geschlossen wird erstmal oder ob komplett geschlossen wird. Ich lasse eben das zu Ende essen und dann gucke ich mal, wenn ich wenn sie das zu Ende gegessen hat. Okay, das wird dann noch ausgeführt. Sehr gut. Let me know if I can get anything else. Ich kann hier auch nicht dran, während das Restaurant offen ist. Das ist sehr komisch, finde ich. Vielleicht kann ich da und ein Baumenü Sachen auch kaufen. Ich weiß, da kann ich eventuell Sachen kaufen. Ja, das macht Sinn. Aber wir gucken mal. Ja, ist okay. Wir haben 278 Profit gemacht. Credits Gain 477. Das ist doch schön. Wir haben Disquality, Dekor minus 2, ja, das ist, ja, Wait Time ist gut, Event, nix, Force Close, war auch nix, Continue, Exit. Appetizers and mains will always be ordered, 1, 2, 3 drinks will be ordered. Ach, wie können wir uns entscheiden, was wir sein wollen? Oh, cool. Boah, das sieht hier ein bisschen so aus, als würde diese Person weinen. Learn Supply Gain Skill to Unlock Ingredient Deliveries. Ah. Hier können wir aber auch nicht irgendwas kaufen. Wir brauchen hierfür Waitcress und Red Apple. Davon haben wir gar nicht mehr so viel mehr. Und hiervon haben wir auch nicht mehr so viele. Wir brauchen Shrimps. Ja, das ist, davon haben wir genug. Das ist nicht so schlimm. Asparagus. Das ist Asparagus. Asparagus. Keine Ahnung. Davon haben wir noch genug. Das ist okay. Was wir rein theoretisch auch machen könnten, müsste doch das hier sein. Ah, wir haben keinen Blender. Never mind. Ich gehe nochmal Ingredients irgendwie besorgen. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wo wir Gerätschaften und Verbesserungen finden können. Oh, was haben wir hier gefunden? Plant Roots. Vielleicht sind das sowas ähnliches wie Seeds. Irgendwann kriegen wir ja auch die Möglichkeit, selbst zu farmen, quasi selbst anzupflanzen und so weiter. Das Einzige, was wir dann wahrscheinlich nicht machen können, ist jagen. Warum wir das nicht kriegen können, weiß ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. So, Tomatoes, Carrots nehmen wir natürlich hier auch mit. Die brauchen wir ja für eins der Rezepte. Ach, weiß ich nicht, warum wir das nicht mitnehmen können. Shrimps. Wo kriegen wir Shrimps am besten her? Ja.
möchte die ungern kaufen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal angeln gehen, ne? Ja, von dem Fleisch haben wir bisher noch nichts verwendet, deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt... Da gehe ich lieber mal angeln und schaue, wie das so ist. Und werde nicht da weitermachen. Aber was wir eben machen können... Honig kann man bestimmt immer gebrauchen. Wer wohnt hier? For sale. Ah, das, da werden wir dann irgendwann wahrscheinlich einziehen können. Was ist das? Nakims Haus. Ach, der da unsere Dings macht. Jop. Uriels Haus. Benjamin. Wer ist Benjamin? Keine Ahnung. Nabiha needs help returning her Amazon order, which was damaged during shipping. Benjamin wants to make a bet with an experienced hunter. Hunt red pheasants within the time limit to own price. Machen wir. Challenge accepted. Was müssen wir jetzt machen? Vier! Benjamin wants to make a bet with an experienced hunter. Hunt red pheasants with the time limit to win a prize. Benjamin can often be found working at Parcel Co. by the train station. Parcel Co. klingt auch so nach so einer Sache, wo wir eventuell unsere Sachen herbekommen. Wo ist denn die Train Station? Ach, da rechts! Da ist er doch. Talk. I can't wait to get back home and watch TV. You're playing Dungeons and Dragons? Demons? You're probably a noob. Was für ein Arsch. Task. Oh. With the time limit. Was ist denn das Time Limit? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ein Tag! Oh mein Gott, 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 oh mein. Let's go! Wir müssen uns beeilen! Kann ich ein Fahrrad kaufen? Dann bin ich schneller. Was willst du hier links? Hier links ist nichts mehr. Oder ist da unten was? Ah, guck mal. Da sind noch ein paar Sachen. Da ist auch ein Farmhaus und so weiter. Was ist das? Eine Hobbithöhle? Takeshi Farm. Henry's House. Wissen wir noch nicht. Okay, ein paar Sachen haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist mein Fehler. Das ist, das muss, das nehme ich auf meine Kappe. Wir müssen nach ganz rechts. Ich glaube, ich nehme diesen Skill, dass ich direkt nach Hause kann. You know, your knowledge of the land allows you to fast travel back home. Wie ich das mache, weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt geht's, hä? So, wir brauchen Fasane. Uff. Die Pilze könnte man eventuell auch nochmal mitnehmen, ne? Ups, falsche Taste gedrückt. Wieso lebt das Ding noch? So, zwei. Einen erledigt. Einen haben wir erledigt. Jetzt wird es düster. Jetzt going to dark. Einer muss doch noch hier irgendwo sein, oder? Boah, beinahe den Wildschwein getroffen. Den Wildschwein vor allen Dingen. Der ist da
unten. Die Sau! Haha! Niemand entkommt mir. Keine Sorge, mit dir möchte ich nichts anfangen. Boah, sehr viele Pilze hier. Oh, ein Ei. Oh, ein Ei. Noch weitere wilde Karotten. Nehmen wir natürlich alle sehr gerne an. Wie funktioniert jetzt das nach Hause kommen? Ich frage für einen Freund. Oh, nochmal ein Ei. Take it. Hallo? Locked, it's closed. April's House, okay. Und noch ein Fasan. Ich dachte, er fliegt weiter. Drei Stück. Oh, guck mal. Wir kriegen die Challenge noch. Ey, wo fliegt er hin? Wo ist er hingeflogen? Was soll das? Challenge mastered. Okay, dann nicht. Warte, da ist noch ein Ei. Kann ich aber anscheinend. Ah, doch. Ich muss nur einmal kurz lang genug weggehen. Die Musik gefällt mir auch, muss ich sagen. Es kommt nicht auf das Level ran von Stardew Valley. Aber das hatten wir schon mal, ne? Das, was Musik, Charakterdesigns und so weiter, da ist halt Stardew Valley auch schon Peak. Es wird schwer sein, das gleichwertig zu machen. Oh! I'm so excited! Quick, this way! The graduation cook-offs are starting soon. I wonder what it could be! Jay, it's almost time. Okay. Please choose a classmate for your graduation cook-off. Heat into the master's kitchen when you're ready. Okay. It's been a great couple of years. This academy wasn't easy, but we managed to pull through. Would you like to face me in the graduation cook-off? Just remember, I won't go easy on you. Choose Camille. No yet. Ah, that's a shame. I'll be here if you change your mind. It's exciting, isn't it? Graduating and all. I will miss the time we spent together. How about it, Jay? One last dance in the kitchen. Just don't be upset when I kick your butt again. Choose Koa? Nope. Scare her? I don't blame you. I'll still be here if you whip up the courage again. Da war doch noch eine dritte Person, oder? Anscheinend nicht. Dann, it's been great, huh? Yes. Great. One final clash before we become professional chefs. I hope you will give it your all, Jay. It'll be use my best recipe. Don't hold back. Should we go, Jay? The instructors are waiting. Warum konnten wir uns hier entscheiden? Das wird bestimmt irgendeinen Grund haben für ein zukünftiges... Ob die uns dann besuchen kommt oder so? Kann ich mir vorstellen, dass sie uns besuchen kommt. Und uns eventuell aushilft? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben eine Dusche! Ich nehme alles zurück, wir haben eine Dusche. Aber wir verschwinden hinter der Wand. Wir verschwinden hinter der Wand. Naja. Was haben wir hier?
Ah, okay, nochmal ins eigenen Storage. Ah, werde ich hier aber nichts machen mit. Oh, wir haben Post. An old friend. Jay, when I walked into Otto Canton's kitchen the other day and heard you had quit, I was shocked. Chef Castor mentioned that you were taking over an old space of in White Ash Harbor. We've often talked about owning our own restaurants one day, but I didn't think you would run off to the edge of the world to that small little town. I hope you know what you're doing. I'm intrigued to say the least, and I wish you luck, because I want to see where this is heading. No new mail. Oh, this is just aber nett ist das. So. Wir brauchen Shrimps. Ich muss auf jeden Fall angeln gehen. Ach, das geht da nicht rein. Okay. Oder kann man Shrimps auch nur kaufen? Das wäre natürlich eine Sache, die wir herausfinden müssen. Aber zunächst... Oh, guck mal, hier kriegen wir ja Krabben her. Wurde ja erzählt. Ich weiß nicht, müssen wir... Ja, wir müssen die beschießen. Die müssten doch wesentlich schneller zu erledigen sein, ey. Sehr nervig ist das. Aber eventuell kann man später ja Sushi machen damit. Na, zu früh. Zu früh. Geht doch. Das, ich wollte gerade sagen, das konnten wir letztes Mal auch aufheben. Warum können wir das jetzt nicht aufheben? Clamshell. So. Wieso? Achso. Sorry. Das dauert ja sau lange mit dem Angeln. So. Aufnahme läuft schon wieder. Jetzt machen wir den Stream nochmal an. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ihr habt nicht so viel verpasst. Wir haben Fisch gefangen. Wow. Es tut mir leid. Aber wir haben einen Fisch gefangen. Einen Thunfisch. So. Deswegen viel verpasst habt ihr jetzt nicht. Ich muss dann auch gleich mal sehen. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, irgendwas machen, weil das geht ja so nicht weiter. Aber schön, dass er es diesmal lange ausgehalten hat. Ich glaube... So, ich guck mal eben. Der Stream war ja... 12.35 Uhr. Hat lange durchgehalten, muss man sagen. Davor waren es ja auch mal so Zeiten, wo jede Stunde das Stream auch gebrochen hat. Ja, wie gesagt, ich muss da mal einfach... Ich glaube, ich muss Windows nochmal neu aufsetzen. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es das ist. So, wir haben jetzt einen Thunfisch gesammelt. Ich würde ja gerne noch mal hier ein bisschen generell nachgucken wollen. Oh, ich kann so nach Hause gehen. Hier ist noch ein Place, der, den wir noch nicht gefunden haben. Meine Nase juckt natürlich wieder unglaublich. So, Brada müsste jetzt offen haben. I'm not good enough friends. Okay, I don't think... Ja, ich will auch nicht fischen hier. Ah, komisch. Das, wir gehen mal... Wo bist du? Bonjour, baby. Your face is new around here, ne? Welcome to White Ash Harbor. If you need a drink, see me at the bar. That is named after moi. Bear.
Au revoir pour le moment. Ich hab dich da noch kein einziges Mal gesehen, aber gut. Nase! Gott! So, wo muss ich denn lang, um zum Bahnhof zu gelangen? Ach, da unten. Okay. Okay, cool. Was ist das hier? Hallo? Hallo? Muss ich so ansprechen, Mensch? Hello, welcome to 8-11. Statt 7-11. Hello, okay, sehr informativ. What do you sell here? We have everything you will ever need. No need to go anywhere else. 8-11 is the place to be. Whoops. What do you recommend? If you're heading out into the mountains, I'd recommend taking a couple of energy drinks and snacks. It's a tough trail. Well, what can I say? It's a quiet little town with a lot of strange folks. Also, the humidity here is bad for my circuits. But hey, a job's a job. Where should I go? I don't know. Talk to the Hotel Rose concierge or the information kiosk in the center of town if you want some recommendations. Shop. Also wir haben hier den Instant Ramen, Rice Ball, Didi Cola, Gummy Candy, Red Alk, Blueberry, Flour, Random Dessert, Recipe. Bei 288, nope. Cocoa Bean. Und Vanilla. Vanilla. Damit können wir bestimmt super Desserts machen. Was sind das für Maschinen? Keine Ahnung. Auch keine Sache, wo ich Gadgets herstellen, kaufen kann. Wo sind wir hier? Niemand hier? Ist oben jemand? Niemand hier? Ist noch weiter oben jemand? Ich spreche einfach ein, alles gut. Oh, schönes Haus. Teures Haus. War schön. Bam, bam. Die lassen hier auch das Essen ganz einfach so liegen. Da war das wieder mit dem, rechts gehen, man muss die Taste kurz loslassen, Gedöns. Oh, da war, kommt ein Zug. Warte, bist du Bär? Warte, stopp! Du hast einen großen Punkt! Sie ist weg. Das ist unglaublich. Larissa, hi, wie geht's dir? Mal meine Nase, ne? Ich könnte kotzen. Wie? Just chatting. Ah! Toll. Toll, Steam. Toll, OBS. Danke für den Hinweis. Nein, es ist natürlich kein Just chatting. Ach, Bea. You will have to excuse me. I have a date with 6 wonderful children and my husband at the beach. Au revoir. Du, was, du läufst gerade vom Strand weg. Was ist los mit dir? Krabben. Krabben, Krabben, Krabben. Möchte ich nicht. Ciao, Kakao. Alter, wir können klauen. Wir klauen. Komm, wir klauen. Komm schon. I should ask if I have, can harvest. Nö. Warum denn nicht? Das ist nicht das Prinzip des Clowns. Mir geht's gut. Und dir? Och. Nicht, weder gut noch schlecht. Mein Auge ist ein bisschen angeschwollen, aber es geht langsam besser. Aber ansonsten, ja. Ansonsten gibt's ehrlich gesagt eher positiv, sag ich mal so. Eher positiv. Okay, wir haben hier einen Parcels-Shop. Talk. Are you lost? Nein. Task. Money. Ja, siehst du, change accepted, du. Nichts. Information. Hello, friend. Please let me know if you have any questions. The final station is Billboard City. Trains arrive every day at 10 a.m. and 10 p.m. The train will wait in the station for 1 hour before departing.
You can't work in a stay. You can find accommodations in the Circuit Lodge or Hotel Rose. You can also visit City Hall if you wish to purchase property. This was White Ash Shore, named after the volcano. This town thrives of fishing, farming and tourism. Hat sie andere Informationen? Nein. Positiv klingt doch gut, ja. Freut mich auch, dass es dir gut geht. Was hast du denn so die letzten... Ich wollte gerade sagen, die letzten Tage so getrieben, das ist... ja. Bist du eigentlich immer noch... Ach, was war das? Konditorei? Da in dieser Konditorei, wo du die Ausbildung gemacht hast, hast du die Ausbildung abgeschlossen? Hallo? Machst du jetzt mal! Danke. Hier ist ein Bathhaus. Aber das gerüchteweise funktioniert doch gar nicht. 6 Jahre. Ich erinnere mich nicht an die Zeit, wie lange hier schon gestreamt wird. Das ist grauenhaft. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Sorkum anfangen kann, aber bestimmt irgendwas Nettes und Gutes. Irgendwas Nettes und Gutes. So, ich weiß immer noch nicht, wo ich Küchengeräte bekommen kann. Mein Gott. Hab die Ausbildung im Büro in der Konditorei abgeschlossen, hab danach direkt in einer Kanzlei angefangen. Im Büro, oder? Jo, erst als Assistentin, dann als stellvertretende Abteilungsleiterin. Und jetzt arbeite ich mittlerweile beim Ordnungsamt im Außendienst. Spannend, der Werdegang, spannend. Immer steil nach vorne. Freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das Auswärtige, der Außendienst im Ordnungsamt macht Spaß. Und, ich hoffe, nur die richtigen Personen werden dran gekriegt. nur die bösen Buben. Gibt's hoffentlich nicht so viele in Bochum. So, wer bist du? Ach so. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich Küchengerätschaften herkriege. Ich habe auch keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, erstmal Shrimps kaufen, bevor wir hier weitermachen. Das Plus-Minus-Geschäft wird sich hoffentlich auch auszahlen. Aber mal schauen. Ach, da war wieder das mit dem W. Wo war denn nochmal Fischgedönse? Bin so zufrieden. Das ist doch gut. Das ist doch sehr gut. So. Das klang gerade so, als hätte sich irgendjemand, geredet hier. Fishing was guessing and hoping, you're right, but now we have technology, so we can stop guessing. Hey, if you see an old pieces of tack, let me know. Shop. Oh. Langweilig! Bowie, where well, birds are flying low, aren't they? Ja, weil es regnet. Ach, alles. Ach doch, da Shrimp. 13 Credits. Wir kaufen mal 5. 5 Stück haben wir jetzt gekauft. 5 mal 13 sind 65, aber das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Für einen Shrimp-Cocktail kriegen wir gar nicht so viel. Und bei dir so? Boah, was war denn der letzte Stand? Ich habe während Corona mein Studium abgebrochen, obwohl ich die Bachelorarbeit geschrieben, abgegeben und bestanden habe. Aber mir fehlte eine Klausur und schlussendlich aber hatte ich einfach keine Motivation mehr in diesem Studium, was man, ja, was dann auch, ich sag mal, nicht dazu beigetragen hat, dass ich das Gefühl hatte, das Studium zu beenden. Dann habe ich eine Ausbildung als Speditionskaufmann gemacht.
Und die habe ich dann dieses Jahr abgeschlossen. Und ja, bin dann auch direkt übernommen worden. Bin jetzt auch diesen Sommer umgezogen. Wohne mittlerweile in der Nähe von meiner Arbeit in und ja. Ups, ich sollte mich mal hier. ja. Und nächstes Jahr werde ich dann wahrscheinlich den Betriebswirt machen. Ach, da muss ich hin, ja. Ja. Das ist jetzt alles so quasi im Schnelldurchlauf. Was passiert. So. Ich muss ihn beilen. So. Schnell was einschütten. Ah, Multitasking, gar nicht meins. Nicht schlecht, aber krass, dass du abgebrochen hast. Man muss sich wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Betriebswirt. Habe ich richtig verstanden? Ja, Betriebswirt. Das dauert dann nochmal 3,5 Jahre, aber ja. Habe ich auf jeden Fall vor. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Energie. Ich muss das Restaurant direkt wieder schließen. 2 Gäste und Restaurant geschlossen. ja. Einfach, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und, ja. Den wollte ich auch machen, neben der Arbeit. Auch 3 Jahre, war 2 bis 3 Mal da und habe es dann gelassen. Ich bin gespannt, wie das dann bei mir aussehen wird. Das wird hier kostenlos angeboten und ich dachte mir so, ey, komm. Ich probiere es wenigstens. Vor der Abschlussprüfung hatte ich nämlich auch Schulung. Das war auch 2 bis 3 Mal die Woche. Immer direkt nach der Arbeit quasi. Also ich kam nach Hause. Dann konnte ich 1/2 Stunde lang kurz was essen. Und dann ging schon die Schulung los. Und ja, das, ich sag mal so, in der Zeit ging es mir mental nicht so gut. Also das hat wirklich an mir gezerrt. Aber ich will es trotzdem unbedingt versuchen. Von daher, ja. Ich brauche unbedingt irgendwie eine Möglichkeit mehr Dings haben. Ja, hier auch kostenlos, Gott sei Dank. Ja, ich glaube, ansonsten würde man sich auch wesentlich mehr Zeit lassen mit der Entscheidung, das zu tun. Und wenn man dann einmal angefangen hat, zieht man durch. Oder man hört sofort auf, aber hier. Weil das wäre, ey, das wäre ja so bitter. When I'm making a boba tea, I'm always adding something new to the mix. But I avoid using humans. I mean, animals. Okay. Android Hazel, okay. Hi, have you ever noticed how boba teas are like solar systems with tiny tapioca planets? Okay. Max, was geht? BB. Also für mich war das, glaube ich, ein Zeichen, weil ich danach mich beim Ordnungsamt beworben habe und da kriege ich dann irgendwann auch den Verwaltungslehrgang 1 und 2 gestellt. Ich habe einen Kollegen, beziehungsweise einen Kollege, der ehemaliger Mitschüler jetzt in der Berufsschule, der hat einen Kollegen, den habe ich einmal bisher getroffen, deswegen kann ich auch nicht zu viel sagen dazu, aber der hat auch, der arbeitet auch, soweit ich weiß, beim Ordnungsamt. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich, auf jeden Fall in dem Bereich, dass er eine Waffe mit sich führen muss und sehr viel mit auch teilweise Besoffenen zu tun hat. Und mit, ja, anderen Gesocks, sag ich mal. Gesocks halt, so Arschlöcher und Assis. Ja. Alkohol. Ja, Alkohol nehmen wir. Barley, Common Ingredient, Lemon, Cinnamon. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Gadgets herbekomme. Das muss doch hier irgendwo sein. Für 4. Tag und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich eine neue Küchengeräte kaufe. Ist doch traurig, ist das. Talk. I'm going to start charging you by the minute if you stand here for long enough. Okay, ich gehe schon. Mein Gott.
Tough. Aber tough ist immer cool. Ich mach nur Autos. Bin die... die man hasst, Kirche verteilt. Ja. Ja. Also, ja. Das ist, man wird auf jeden Fall nicht beliebt bei dem Beruf. Das stimmt schon. Oh, guck mal. Shay. Ist hier irgendwas Dolles? Nee, auch nix. Ey, toll. Aber mir stellst du keine Strafzeichen aus, oder? Nee, nee, dein Auto schleppe ich direkt ab. So. Ja, mit Larissa darf man sich auf jeden Fall nicht mehr verscherzen. So, was können wir hier kriegen? Das ist langweilig. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich diese Prosecop. Ja, da ist halt nur eine Farm. Und dankbarer Job. Dabei sind die Leute dann dankbar, wenn wir kommen, wenn die eigenen Eilfahrt zugeparkt wird. Ja. Müsstest mal hier vorbeikommen. Mein Parkplatz wird auch regelmäßig einfach blockiert. Das Problem ist, ich muss noch organisieren von meiner Vermieterin. Ich habe bisher noch nichts Offizielles, dass ich da einen Parkplatz habe. Also, ne? Ich zahle halt Miete dafür, aber welcher Parkplatz jetzt für mich ist, ist halt... Da habe ich nichts Offizielles. Da und da, ja, muss ich mal schauen. Ich habe leider viel zu wenig Energie. Das ist, glaube ich, das Nächste, was ich leveln muss. Energie. Energie-Shopping. I don't know the person who lives here. Das kann man doch ändern. Indem man einfach einbricht. Und die Person dann im Schlaf beobachtet. Dann lernt man die Person kennen. Ist doch toll. Man kriegt alle ihre Schlafgewohnheiten mit. Ist doch toll. Ist doch wunderbar. So. Wie teuer ist das Game? Es war, also ich sag mal so, ich bin nicht von dem Preis ausgegangen, war ein bisschen teurer. 19,50 €. Hat mich ein bisschen, ehrlich gesagt, überrascht. Dass im Early Access ist. Oh, guck mal, ich krieg schon. Ich weiß gar nicht, was das für ein Zeichen war. Ja. Ich denke, es kommt auch immer auf die jeweilige Person an. Manche sind da, denke ich, sehr strikt. Ich glaube, das ist, was viele nervt. Es kommt halt nicht mal auf die Person an, sondern halt generell. Hier, bei uns war es zum Beispiel so, an der Berufsschule, da gab es einen Schülerparkplatz. Weil die Straßen und Parkplätze drumherum waren alle halt mit Parkautomat. Und der Schülerparkplatz war dementsprechend sehr schnell, sehr früh belegt und voll. Und viele der Schüler waren halt nicht bereit für ein Parkticket, weil sie zur Schule müssen, zu zahlen. Und dementsprechend waren die dann da schon richtig sauer aufs Ordnungsamt. Obwohl die einfach nur ihren Job gemacht haben. Ich finde, sauer sollte man sowieso nur werden, wenn andere einfach ihren Job nicht machen würden. Ich gucke, die Leute mir entgegenkommen, sind die frech, denken, die kommen bei mir mit allem durch, dann bin ich ernst. Ich glaube, ich wäre die Art Person, die sagen würde, oh, bitte, es tut mir leid, ich war doch nur eben beim Bäcker. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Außer, es ist ein Parkautomat. Das Beste ist ja sowieso, ich war so paranoid hier. Ich war letzte Woche Sonntag ja mit meinen Großeltern essen in Duisburg. Und was ich vergessen hatte, ich hatte es eigentlich vorher noch extra gegoogelt, aber die meisten Seitenstreifen mit Parkautomat sind halt eigentlich am Sonntag kostenlos. Ich hab's nicht gecheckt, hab Panik bekommen und hab trotzdem 2 € in den Parkautomaten gesteckt und wundere mich dann so, warum mein Parkticket bis Montag 11 Uhr geht. Und dann ist mir wieder aufgefallen, fuck, sonntags ist ja kostenlos. Damn. So.
Oha, du gehst ja in dem Beruf voll auf. Ey, wer wird das aber nicht? Wer wird das nicht? Wer wird das nicht, dieses Gefühl bekommen von wegen, ja, ich hab jetzt hier die Macht. Benimm dich oder du kriegst eine Strafzettel, du Pisser. I wanted to stop by and see how everything is going. When do you think you'll open the restaurant? That food you made me was delicious. Now that you have your refrigerator working, I assume it'll be soon. Whether it's all set up now and ready, I want to explore Whitehash Harbor a bit more. Ich hab doch immer noch nur einen Tisch mit zwei Stühlen. Wie soll ich das Restaurant so öffnen? Drei Minuten im Parkverbot stehen, weil die Schlange lang ist, glaube ich, verständlich, oder? Ja, du stehst im Parkverbot. Halteverbot oder sonstiges Verbot. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Aber ich spreche auch aus einer erhobenen Position. Ich brauche 5 Minuten zu Fuß, um zum Bäcker zu gehen, also von daher... Ja, Moment, ich muss mal eben auf Toilette, ich bin gleich wieder. So, weiter geht's. Well, the restaurant is all set up now, I'm ready. Ich meine, wir haben Tag 5, komm, wir machen einfach. Perfect, I'm so excited. After today, talk to me when you're ready to do the soft opening. I can invite everyone who helped you get started in Whitehash Harbor. I mean, Whitehash Harbor, mein Gott. They're all really excited to try your food. See you later, I'm off to go collect strawberries with Boba. Okay. Jay, weißt du was? Wenn alles gut geht, bin ich eine Woche fertig mit meinem Motorrad. Motorradführerschein. Ich bin ganz ehrlich, ich hab so Schiss vor Motorradfahren. Das ist keine Knautschzone. Aber ey, so jedem das seine, ne? Wer Spaß am Motorradfahren hat, viel Spaß. Ich sag's jetzt auch nur, bitte sei trotzdem vorsichtig, weil in den meisten Fällen, Motorradunfällen sind halt meistens die Autofahrer schuld. Aber die den meisten Schaden davon tragen, weil, ne, weniger Puffer sind die Motorradfahrer, deshalb, ja. So, ja, eingeschränktes Halteverbot meine ich. Das, was ich ja an Satis Anfang hasse, ist ja einfach, dass man keine Kohlekraftwerk hat. Genau das ist es. Bis dahin ist es für mich auch meistens immer so ein, boah, durchquälen gefühlt. Man macht eigentlich alles nur dafür, um schnellstmöglich zu Kohle zu kommen. Aber ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe ja am Anfang jetzt sogar noch das Tutorial gespielt. Ansonsten würde ich das halt skippen. Oder habe ich es bisher immer geskippt? Die sieht hier wesentlich älter aus als die, oder? Junge, da sieht es so aus, als würde diese Person eine grüne Brille tragen. Ja. Running into people only reminds me how much I miss the quiet of the forest. Dann geh doch zurück in den Wald! Hunting is something that few understand and even fewer have attempted. Meat isn't simply a product of nature, but rather a living being that once breathed and roamed the earth. Although taking its life may seem brutal, it provides sustenance and allows us to survive. It's a cycle of life. It's poetry. Puh, das reden sich alle Jäger ein. Meat is... Achso. Nicht mal was Neues, kann sie sagen. Und wer lebt hier? I'm not good enough friends with Bowie. Bowie wohnt hier. Interessant. Safe hunting will ich gar nicht. Safe hunting. Jetzt sag nicht, ich komme hier nicht durch. Ach, come on. Dann gehe ich hier doch durch. Das ist true, aber freue mich so. Ja, das... das ist auch schön. Ich meine... Nur weil es nicht mein ist. Ich freue mich auch für dich, so. Sagen wir es einfach so, ich freue mich auch für dich. Ich habe einen Arbeitskollegen, der nimmt sich, sagt auch schon seit 2 Jahren gefühlt, dass er gerne ein... Okay, der ist Auszubildender, deswegen, ne? Aber der möchte unbedingt einen Motorradführerschein machen.
Aber ja, ne, wenn er in der Ausbildung ist, hat man natürlich nicht. Eine Frage habe ich aber, wie teuer war der? Ich habe jetzt nämlich einen anderen Arbeitskollegen, Azubi, der gerade den Führerschein macht und der, was der da schon sagt, so mit 3000 Euro, das ist schon krass. 3000 Euro, 3 effing Euro. Ich habe damals 1800 gezahlt, damals. Ich klinge echt wie ein alter Mann, ey. Wieso ist das locked? April's House, closed traveling. Toll. April's Greenhouse. Ich wette, dadurch, dass sie da weg ist, können wir irgendwann das Greenhouse nutzen. Bet you. Es ist so teuer. Ich kann es mir nur vorstellen. Wenn der Autoführerschein schon so teuer geworden ist, dann kann ich mir nur vorstellen, wie teuer das auch geworden ist. So, das haben wir alles dann gesehen, rein theoretisch. Wir könnten noch mal bei Takashis Farm komplett reingehen, damit das dass die Fragezeichen weg sind. Das machen wir dann auch. Ansonsten gehen wir, ja, ich weiß nicht, wo wir hier Möbel herkriegen und Geräte, deshalb, keine Ahnung, ja. Gehen wir dann einfach dahin. Was ich gerade den Gedanken noch nicht zu Ende gebracht, wenn der Autoführerschein schon so viel teurer geworden ist, und der Autoführerschein war ja schon immer teurer als der Motorradführerschein. Also damals auf jeden Fall. Vielleicht sind die Preise mittlerweile also mehr näher aneinander gerutscht. Ich habe auch mit Tutorial. Ja. Ich glaube. Was? Jetzt bin ich. Was? Chat? Was? Mein Chat ist gerade ein bisschen rumgespackt. Ich glaube, der Anzeigenhauptmeister hilft bei eurem Ansehen auch nicht gerade, oder? Was hat der Anzeigenhauptmeister damit zu tun? Also geplant habe ich 2.4., aber bisher sieht es aus nach 2400. Echt? Ist der so günstig? Also günstiger als ein Autoführerschein mittlerweile? Krass. Ich wünschte, ich hatte Kohle, dann könnte ich von Anfang an direkt auf Effizienz bauen. Ja, aber das Sinn von Satisfactory ist ja, immer wieder aufzubauen, dann abzureißen, neu aufzubauen. Gerade mit den neu entstandenen Nodes und so weiter, haben die ja auch da mit dem Gameplay-Loop da nochmal verdeutlicht, was deren Plan ist und was deren Ziel ist. In Satisfactory. Hey, how's crops 100 times in White Ash Harbor? Ich habe jede Menge Errungenschaften schon freigeschaltet. Also ist schon teuer, hinzukommen noch die Klamotten, dann bin ich bei knapp 3.000. Ja, ich will jetzt nicht sagen, hey, bist du schmackofatz billig. Das ist es jetzt nicht. Ich wollte es jetzt nicht so runterspielen. Ich meinte nur im Sinne von, ich glaube, vom Preis her ist der nicht so krass angestiegen wie der Führerschein. Ich bin halt davon ausgegangen, ja, da bist du ja locker bei 3.000, 4.000 Euro mit dem Führerschein. Ich glaube, alleine ein Motorrad, ja, ich meine, du hast es ja schon gesagt, mit Klamotten und so weiter. Ich glaube, auch eine Motorradmaschine selbst ist teurer. Insbesondere beim mit Aufwand, ne? Ein Auto kannst du quasi jedes Jahr nutzen, ein Motorrad. Ich meine, im Winter fahren jetzt nicht so wirklich viele Motorrad. I lived here for most of my life. Ja. Schön. So, kriegen wir noch irgendwie eine Eröffnung hin? Yes, I do not have all day. Wie freundlich die hier alle sind, ist ja unglaublich. Ach, wir öffnen jetzt einfach, keinen Bock mehr. Hab mich so oder so im Vorhinein schon gespoilert, weil ich auf deren Subreddit unterwegs war. Ich habe nur deren Videos reingeguckt. In den meisten. Ja. Aber ansonsten habe ich mir Spoiler entgehen lassen, Gott sei Dank. Na, ich habe pro Auto Fahrstunde 35 gezahlt damals. Jetzt zahle ich pro Fahrstunde 65, 70. Okay, dann ist es teurer. Ich habe auch 35 gezahlt, glaube ich. Um den Dreh vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß aber nicht mehr so. Ich weiß auf jeden Fall,
dass ich dadurch, dass ich am Anfang ein bisschen Mist gebaut habe, weil Theorieprüfungen nicht so ernst genommen und zu lang gewartet und deshalb nochmal Kosten drauf kam, weil ich clever war. ja. So, wo muss ich denn hin eigentlich? Ach, ich muss einfach nur zum Restaurant, das ist ja schön. Gut zu wissen. Hä? Ach, da. Falsches oben genommen. Ja. Aber ich glaube, ich hatte irgendwie so an die 28 Fahrstunden und hatte dann trotzdem 30 Euro. 1800 Euro. Ich bin's. Was ist? Wieso muss ich denn hier rein? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, jetzt bin ich richtig. Aber wo muss ich hin? Muss ich nach ganz oben? Wedi ist hier drin. Wedi ist hier drin. Okay, hat sie nochmal Glück gehabt. Hä? Ich bin so verwirrt. Einen Moment. So. Host a soft opening on Earth for a small group of White Ash Harbor residents as we gather up some locals to attend. Prepare the restaurant for the soft opening and wait until the next day to speak to her. Ach so, am nächsten Tag. Ist ja langweilig. Aber wen kann ich dann hier ansprechen, dass die so ein Ausrufezeichen ist? Ach, dass ich einfach nur schlafen gehe wahrscheinlich. Geil. Ich glaube, eine Honda aber weiß... Viel mehr weiß ich auch nicht. Also 94 Minuten sind 140 Euro schon eine stolze Summe. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ihn auch mal fragen, wenn du willst. Die einzigen Motorräder, die ich hässlich finde, ist, glaube ich, sind die, wo man sich wirklich so drauflegen muss. Damit sieht man einfach nur scheiße aus. Also so wirklich so weit nach vorne. Ich versuche mal wieder zu angeln. Ich habe ja Zeit. Random Frage, aber hat irgendwer Space Marine 2 gespielt? Max anscheinend. Hä? Das geht noch nach unten. Wieso? Scheiß hier, was soll das? Ich fühle mich verarscht vom Spiel. Hey. Guck mal, wir haben 3 Uhr, 5 nachmittags, aber laut Spiel ist es schon abends. Ah, Gott! Was soll die Scheiße? Das Spiel... Ja, ich habe Freunde, die es gespielt haben. Wow. Tuna! Toll, schon wieder Tuna. Ich bin hier nur Tuna. Wie lange streamst du noch? Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht mehr so lange. Ich stream ja schon seit 11, halb 12 rum. Ne, halb 12. Also schon über fast 7 Stunden. Das war knapp. Also wahrscheinlich nicht mehr so lange. Aber morgen stream ich wieder. Oh, wollte mir einen Döner holen, deswegen... Bring mir einen mit! Das Schöne ist ja, hier bei mir in der Gegend gibt es einen Döner für 3,50. Ich gehe mal woanders hin, weil das war schon wieder Tuna und ich brauche nicht nur Tuna. Ich brauche Schrimps. Ich werde gleich bei mir 6,50. Uff, ja. Es ist ja leider mittlerweile... Normalpreis oder nicht? 6,50. Ein großer Döner 9 Euro. Das ist das Gute. Der große Döner hier kostet 7 Euro. Ich habe eigentlich kein Geld mehr für diesen Monat. Das ist aber sehr früh.
Der Monat ist doch noch lieber zur Hälfte. Larissa, was hast du gemacht? Gott, wer rastet denn hier so aus? Was für ein scheiß Fisch. Weh, das ist wieder nur Thunfisch, ne? Dann raste ich komplett aus. Und weh, es ist ein Shrimp, weil ein Shrimp... Eigentlich, ich brauche zwar Shrimps, aber wenn ein Shrimp so schwer zu fangen ist... Komplett kacke. Es ist wieder ein Thunfisch, Alter. Ich kack ab! Vielleicht brauche ich eine andere Angel oder so. Wie? Hat der geschlossen? Der kann doch jetzt nicht geschlossen haben. Ich brauche noch Shrimps. Ich brauchte noch Shrimps. Ach, zu lange gebraucht. Scheiße. Auch der hier ist weg. 7.30 Uhr bis 5 Uhr. Okay, dann machen wir trotzdem nochmal einmal eine Angelrunde. Hab gerade einen kleinen Bug entdeckt. Man kann in der Luft crouchen in Satisfactory. In der Luft? Wie hast du das denn gemacht? Was war das denn jetzt? Bei mir kannst du sparen. Hier kostet der nur 6,40. Das Problem ist, Max, wer will schon nach Thüringen? Wer will nach Thüringen? Gerade nach der letzten Wahl. Da will keiner mehr. Oh Gott. Also, das Angeln ist hier auf jeden Fall nicht chillig. Hasse ich, ey. Come on. Ja, man kriegt hier nur Tuna. Das ist, cool. Cool, 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 cool. Hab eigentlich keine... bei mir kannst du sparen. Ja, hatte ich. So. Nee, wegen den Fahrstunden. Also muss jetzt noch 800, 900 zahlen in diesem Monat. Wegen 8 Stunden und die praktisch... Oh doch. Wann hast du denn die praktische? Sag mal Bescheid, dann dann drücke ich dir die Daumen. Thüringer Klöße? Wer will nach NRW? Alles voller Smog. Da sieht man ja, dass du noch nie in NRW warst. Außer für ein Konzert oder so. In genau einer Woche, Samstag die Prüfung? Eieiei. Aber immerhin, dann kannst du entweder kannst du abends eine Sausetour machen und direkt mit einem Bierchen feiern. Ist auch cool. Ist auch cool. Man muss es positiv sehen. Jo. Dann bereiten wir schon mal alles vor fürs Soft Opening. Wir brauchen 5 Shrimps pro Ding, ey. Das ist halt. Das ist sau teuer. Leider haben wir nur noch, damit können wir dann nur noch 3 machen. Wie viel können wir hiervon machen? 2! Wo kriegen wir denn Watercress? Oh, warte, ich weiß wo. Nee, das war Lettuce, ne? Eventuell können wir noch andere Sachen holen. Ich muss dafür erstmal ein Motorrad kaufen, ich bin so arm. Kannst du dir keins leihen? Boah, das wäre... Kann dir nicht irgendein Kollege oder eine Kollegin oder sonstiges dir für einmal für, zur Feier des Tages das Motorrad leihen? Meine Eltern haben mir auch sofort nach dem Führerscheinprüfung bestanden. Ey, hier, nimm das Auto, mach heute Abend damit, was du willst. Zur Feier des Tages. Das haben die auch gemacht. Da wird doch bestimmt jemanden finden, der das auch macht. Heute Abend, die arbeiten, die haben halt in der Woche nicht so Zeit. Das stimmt. Und trotzdem ist es mit den meisten Fahrschulen scheißegal. Oder, Prüfern. Nein, nicht schon wieder! Hey, glad you are awake. You seem too faint. Running a clinic isn't cheap. That will be you. 191.
Kann ich hier irgendwie was kaufen? Ja, Medizin, die davon abhält, dass ich kollapsiere? Ich komme hier nicht raus. Hä? Jetzt bin ich da oben gegangen und bin rausgekommen. Ja, okay. Lass mich eben speichern. Wo ging das denn nochmal? Da, speichern. Ach, Safe Game, so. Ey, man muss hier aber nicht bis zum Abend warten, das ist auch voll cool.